So, hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück hier zu A Game of Dwarves. Im letzten Teil haben wir ja die beiden Orks besiegt, die diesen Kristall da verteidigt haben. Allerdings ist da noch dieser Level 14er und den möchte ich nicht unbedingt angreifen, den werden wir da erstmal stehen lassen. Da müssen wir uns dann überlegen, was wir machen. Im letzten Teil hatten wir auch begonnen, unser zweites Bergbaugebiet zu eröffnen, weil wir Sachen wie Titanenbrau, also auch Sachen, die oben, weiter oben sind, gebrauchen könnten und die wie gesagt oben sind. Und das ist halt unsere einzige Hoffnung. Ja, was wir übrigens, die brauchen wir übrigens sogar dringend, damit wir unsere Truppen mal ausbilden können. Das Gold dafür haben wir leider nicht. Ansonsten könnte man eigentlich auch alle Titanen oder alle Mauersteine, wenn wir die dann da unten abgegraben haben, wieder einfach nehmen dafür. Würde theoretisch auch gehen. Aber Level 14, also das ist verdammt krass, das muss man sagen. Nein, der braucht noch ein Ding. Einen neuen Forscher könnten wir dann eigentlich auch wieder einstellen, eigentlich könnten wir das sogar mal machen. Wir rufen mal schon einen neuen herbei. Dann bauen wir auch einen neuen Forschungstisch. Wir werden wahrscheinlich nicht gleich diesen großen bauen können, nee. Da fehlt uns das Marmor für. Wir haben gerade gar keinen Marmor. Müssen wir halt zum billigen nochmal bauen, aber das passt schon. Dann hätten wir jetzt drei Stück. Wo ist er denn, der Kleine? Da ist er. Du wirst Gelehrter, mein Freund. Und da ist gerade irgendein Grafikfehler oder sowas gewesen, aber das ist jetzt auch nicht wichtig. So, was ich irgendwie komisch finde, ist, dass die hier eigentlich alle nur hier oben arbeiten wollen. Da unten arbeitet irgendwie kaum noch einer. Aber da ist Magierboden, richtig viel sogar. Also ich sehe da gerade vier Stück. Ne? Das ist natürlich nice. Nee, ich glaube, das geht dann nur schneller, weil der hat seine Forschung beendet. Aber wir haben nur einen dazu bekommen. Wir haben jetzt wieder zwei. Was ist das? Ermöglicht den Bau von Fallen. Ja gut, wir werden das sogar wirklich mal machen. Ich denke mal, ich will euch das Game ja im Let's Play auch zeigen, ein bisschen zumindest. Und ich denke mal, da kann man eigentlich mal lernen, sich mit Fallen auszukennen. Jetzt können wir hier Fallen bauen. Mal gucken, was haben wir denn da so? King-Falle und so weiter. Die Spießfalle sieht natürlich lustig aus. Mauerspieße, Pfeilfalle. Ja, das sieht alles gar nicht mal so schlecht aus. Da brauchen wir dann jetzt einen extra Raum für Elektrizität. Müssen wir mal gucken, wo wir den hinbauen. Gehen wir, können wir hier noch rein? Ja, hier können wir noch ein paar rein. Fahren wir am besten hier hinten irgendwo an. Machen wir so und so. Dann gehen wir hier weiter und dann machen wir hier so einen Raum. Am besten mal den hier so, dann geht man hier so rein und dann kann man den hier so bauen. Ja, so, das sieht schon mal ganz ordentlich aus. Außer, dass es vielleicht gleich sein sollte. Dann bauen wir, machen wir den weg. Dann hat er hier drei und da drei. Hier können wir dann noch einen dafür dazu nehmen. Und dann wird das unser Elektroraum. Den muss dann jetzt nur noch irgendwer bauen. Oh, hier ist es, soll noch alles abgebaut werden. Und hier unten ist gerade gar keiner zugange, obwohl die Steine auch abgebaut werden sollen. Ja, okay. So, der Level 14, der gibt auch seine Ruhe. Ich muss mal gucken, wie man sich damit fallen oder was man dann so macht. Weil wir könnten dann eigentlich hier zum Beispiel hin eine Falle hin machen und immer wenn, oder hier so in den Gang und immer wenn der rüberläuft, so BAM, Schaden. Und dann ist er fast tot und dann kommen alle Truppen in einem gewaltigen Angriff. Und dann könnten wir den töten. So, und Ted, der ist schon Stufe 11, ich meine, der macht gar nichts. Und kriegt irgendwie trotzdem Erfahrungspunkte. Krass. Ich will auch Herrscher sein. So, der darf nicht sterben. Naja, kriegen wir schon irgendwie hin. Aber wir kriegen echt gut Holz, das muss man sagen. Das ist schon fast zu viel, was wir da bekommen. Aber na gut, es ist halt alles natürlich auch Geld, was man da dann. Naja, gut. Ich weiß nicht, Holz ist jetzt nicht so das Wertvollste hier. Aber das passt schon. Bauen wir mal wieder eine Holzwand. Bauen wir die mal hier? Na, hier hin nicht. Da ist nämlich der Gang. Bauen wir mal hier hin. Essen haben wir eigentlich auch zu viel. Also da fehlt es uns wirklich am gar nichts. So, und unser dritter Gelehrter macht bis jetzt gar nichts. Also macht auch nichts. Dann können wir eigentlich auch mal das hier forschen. Alle Betten werden bequemer, dann arbeiten die ja auch schneller. Das können wir dann auch forschen. Ermöglicht den Gelehrten eine Spezialisierung.
Ermöglicht euren Gelehrten die Spezialisierung. Das müssen wir auch machen. Okay, dann werden wir jetzt hier oben versuchen, das als erstes zu machen. Was ist das? Verbessert, lässt die Zwerge noch schneller graben. Alle Soldaten erlangen zusätzlich. Das ist alles eigentlich ganz gut. Also hier Stufe 2 müssen wir komplett machen. Wir werden wahrscheinlich das obere machen, denke ich mal. Aber da werden wir dann mal gucken. So, da geht jetzt wieder darunter. Ich weiß gar nicht. Also ich überlege gerade, was ist mir denn persönlich wichtiger? Das da unten oder das hier oben? Übrigens habe ich einen Fehler gemacht. Also den kann man auch einfach. Machen wir einfach so. Weil sonst kann man hier nicht rübergehen. Wenn wir das jetzt so lassen würden. Aber wenn der das dann da frei macht, dann kann man so rübergehen. Sieht auch ganz chillig aus, finde ich. Das kann man so anbieten. Aber ich weiß nicht, die graben eigentlich schon ihr ganzes Leben und sind erst Stufe 14. Also ich weiß nicht, ich hätte jetzt mit mehr gerechnet, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also ich hätte jetzt gedacht, weiß nicht, vielleicht 20 oder so. Aber wir werden dann. Nein, oder? Oh, Junge. Ich habe immer Angst, wenn ich das höre, dass der sich irgendwo hinportet und angreift. Weil ich. Was ist das denn? Pipette. Der Linksklick auf bereits gebautes Objekt öffnet das sofortige Baumenü. Okay. Was ist das hier? Ach so, das ist unser Questbuch. Wir sind, das können wir uns mal kurz durchlesen. Wir sind hier, weil wir die Geschichten über alte Zwergenschätze hier in diesem Gebiet gehört haben. Wenn wir sie finden und nach Hemford bringen könnten, würden sie uns lange Zeit als Helden besingen. Hier sollte es ungefähr 4 Kristalle geben. Lasst uns schöne Siedlungen errichten und das Gebiet erkunden, damit wir diesen herrlichen Schatz auch finden. Okay. Das sieht also eher so aus, als ob das sehr, sehr wichtig ist. Also es ist. Naja, wir werden sehen. Wir werden diese Steine einfach mal finden und sollte das so sein, dass das Ding danach beendet ist, dann ist das Let's Play halt beendet. Aber ich denke mal, man hat eigentlich jetzt das meiste schon so gesehen von dem Spiel, also das passt schon so. Aber ich dachte eher, dass das ein Endlos-Projekt ist. Da muss ich mir echt wieder was Neues einfallen lassen. Das Problem ist, dass ich momentan überhaupt nicht weiß, was ich Let's Playen soll. Ich hatte ja Skyrim vor, aber ich bin von Skyrim selber. Also ich bin zwar schon so ein Fan von dem Spiel, aber so an sich, na, es ist nicht mein Lieblingsspiel so. Ich weiß nicht, vor allem. Wohl mit der neuen Festplatte, jetzt könnte man es eigentlich nochmal versuchen. Das lief ja eigentlich gar nicht so schlecht, das Let's Play. Oh. Ich hatte das erste Mal, hatte ich es aufgenommen. Ich weiß gar nicht, da war, glaube ich, der Sound scheiße. Das zweite Mal habe ich einen Fehler beim Rendern gemacht. Und das dritte Mal habe ich es dann gut gemacht. Aber dann hat es in der Aufnahme geleckt, wer den Teil gesehen hat. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich mir Let's Playen soll. Aber ich werde mal sehen. Das kommt dann schon. Auf jeden Fall sollen die mal hier unten weitermachen. Ach ja, hier oben. Hier oben könnten wir bestimmt auch was bauen. Kann man hier oben bauen? Das schon mal nicht. Ein Stuhl vielleicht. Ja, lol. Okay, das ist dann eigentlich ganz chillig gemacht, aber das hier oben sieht schon gar nicht so einladend aus, muss man natürlich sagen. Wir werden eher hier drinnen bleiben. Und ich will den Gelehrten jetzt eine Spezialisierung geben, die soll mal schneller machen. Warum ist da bitte schön meisterhafte Steinmauer? Das ist ja sowas von unnötig. Oh, hier unten sollen die. Ach ne, hier unten haben die schon alles. Dann sollen die beiden hier erstmal machen. Können wir den Grabstein verkaufen oder so? Lol, den können wir endlich. Okay, der ist schon mal weg. Das ist schon mal gut. Passt. Hoppala. Ja, ich überlege gerade, genau, da war der Knopf. Hey, wir haben wieder 20 Magierstein. Ich überlege gerade, wenn wir den verkaufen, das gibt natürlich satt Geld. Allerdings müssen wir uns damit dann ja neue Rohstoffe kaufen, weil wo sind denn die Krieger hier unten? Da unten ist zum Beispiel einer. Da würde ich gerne den Grenadier draus machen. Ich denke, das machen wir jetzt auch. Wir verkaufen es einfach, weil da unten ist noch genug. Obsidian kostet natürlich 200. Wir können nur 30 uns von leisten. Das machen wir einfach mal. Aber dafür ver Haben wir davon genug? Davon haben wir auch genug. Können wir auch ein bisschen was verkaufen. So, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Hier verkaufen alles Mögliche weg, 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 weg damit. So, vielleicht kriegen wir ja die 400 zusammen. Das glaube ich zwar nicht.
Aber wir können ja Hoffnung haben. Weil wir kriegen wirklich so viel Holz und durch die nächste Holzpflanze kriegen wir jetzt noch mehr Holz und wir brauchen das Ganze gar nicht. Stein kriegen wir auch viel zu viel. Jetzt haben wir zumindest die 400, dann können wir zumindest den einen schon mal upgraden. Oh, hier, komm, du wirst Grenadier. So. War vielleicht nicht so schlau, aber wenn wir jetzt wieder Gold benötigen, hier unten ist wieder Magierstein. Wenn die mal hier unten arbeiten würden, dann geht das schon. Hier war gerade der Level 14er, glaube ich. Zumindest habe ich das gerade gesehen. Aber der bleibt bis jetzt ja da unten. Was macht der eigentlich da? Pennt der da oder was? Wir müssen auch aufpassen wegen den Betten, weil wenn alle Betten belegt sind, ist das nicht so gut. Was ich mir vorstellen. Ja, und jetzt? Ah, ich habe ganz vergessen, hier was hinzubauen. Eigentlich habe ich das gesehen. Was ich mir vorstellen könnte, wäre beispielsweise auch, dass wenn wir die entdecken, wir als Helden gefeiert werden und diese Rohstoffe halt geschenkt, also der uns quasi Rohstoffe schenkt oder sowas. Ich meine, das wäre zum Beispiel möglich, weil ich denke mal im freien Spiel, das ist ja eher so, dass es gar kein, also es hat halt kein Ende, sag ich mal. Halt, es geht halt die ganze Zeit weiter. Das ist ja so das gleiche wie Skyrim quasi, nur halt als Strategiespiel. Und das sollte halt, wie gesagt, kein Ende haben. Und deshalb, selbst wenn wir die Kristalle finden, sollte das eher irgendwas für unser Wohlbefinden bringen, als dass das Spiel dann einfach zu Ende ist. Das würde ich zumindest sehr langweilig finden. Aber ich will auch irgendwann wissen, was diese vier Kristalle bringen. Na, und naja, wir gucken auf jeden Fall mal. Wir wissen ja jetzt, wo die sind. Wir werden mal gucken, wenn wir die Truppen mal ein bisschen mehr ausbilden können und ein bisschen stärker haben, werden wir den Level 14er da auch mal angreifen. Aber ich habe jetzt noch Angst, dass der meine fünf Truppen da kaputt macht, wovon vier Stück da unten sind. Nee, ich dachte schon. So, er geht runter, zerstört einen Stein, geht wieder hoch und geht schlafen. Gut. Da könnten wir eigentlich auch wieder einen jungen Zwerg als Arbeiter anfordern. Weil, ich weiß nicht, wir haben anscheinend zu wenig. Wir haben auch gleich wieder zwei Steine, wenn der da mal, zwei Forschungspunkte, wenn der da mal fertig wird. Ah, der ist schon Level 4, der kam gerade erst, das ist nicht schlecht. So, hier, du wirst Arbeiter, 50 Gold. Nein, halt's Maul. Du wirst Arbeiter. Weiß nicht, wenn ich dann im Spiel wäre, würde ich nicht so gerne Arbeiter sein. Den ganzen Tag hart arbeiten, um die Steine wegzuklopfen. Ach ja. Oh, tut mir leid. Oh. Erkältet. Oh, hoppala. So, die sollen nochmal hier unten weitermachen. Ich will diesen Magierboden unbedingt haben. Und unser Elektroraum ist wahrscheinlich auch schon fertig. Den habe ich ganz vergessen gehabt. Da machen wir jetzt erstmal Boden rein. Aber da machen wir irgendwas nicht so Hübsches rein, weil das ist ja einfach nur für Elektrizität. Aber guckst du, wenn wir hier drin irgendwas bauen, erhöht sich die Zufriedenheit unserer Bürger. So. Dann bauen wir noch hier einfach die Wand. Das ist gar nicht so schön. Also ich mache das extra jetzt nicht so schön. Nur so ganz normal, so aus Stein, sag ich mal, weil es ist irgendwie nur so ein Elektroraum und der wird nicht extra so schön hinhergerichtet. Also wir haben genug Stein, da können wir jetzt auch dieses hier noch machen wir das mal einmal durch. Hier haben wir schon und dann hier noch. So, da sollte die Zufriedenheit jetzt extrem erhöhen. Und hier haben wir einen Fehler, hier fehlt eins. Aber hier kann man noch hinbauen, oder? Ne, hier kann man glaube ich gar nicht hinbauen.
Oh, das ist jetzt blöd gelaufen. Nee. Na toll. Aber passt schon so. Dann fangen wir mal an mit Elektrizität. Das ist hier und hier. Ja, müssen wir mal warten. Der Runengenerator gefällt mir, den bauen wir wahrscheinlich. Oder den Blitzgenerator, wir bauen einfach beides, wir haben das Gold, wir können einfach hier alles verkaufen. Aber wir dürfen natürlich auch nicht das ganze Holz verkaufen, weil irgendwann haben wir dann kein Holz mehr. Das wäre auch nicht so gut. Ach, guck mal, der braucht sogar vier, den bauen wir einfach mal hier hin. Der wird gebaut, denke ich mal, von dem Handwerker, nehme ich mal an. Ja, dann würde ich aber sagen, dass wir den Teil dann hier erstmal beenden. Ich danke wieder fürs Zusehen, aber vorher forschen wir noch. Die zerschlafenen Bohnen etwas bequemer. Super, sollen die aber gar nicht. Wir bauen das hier, damit ich diese Gelehrten da helfen kann. So, die Betten sind bequemer, dann arbeiten sie schneller und dann die das und Forscher müssen weniger schlafen, das ist auch gut. Gehen mal kurz ein Gewett auf Zukunft bessere Pflanzen. Lässt euren Reichtum stetig wachsen. Das ist geil. Das müssen wir dann machen. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Teil, meine Freunde. Bis dann.